Kurz vor Schluss, jetzt gerade Markus Heinz am Mikrofon. Nochmal ganz kurze Zusammenfassung von unserem lieben Stefan, mit dem ich heute dann gemeinsam über die Ludwigstraße gelaufen bin, vor der Polizei her. Das fanden die ganz lustig. Stefan, da bist du mal mit mir durchs Bild gelaufen, da war es nochmal richtig lustig, da haben wir gemeinsam nochmal ordentlich gelacht. Die Polizei fand es auch lustig. Wie war jetzt dein Eindruck von der ganzen Veranstaltung heute? Ich fand es eine ziemlich gute Veranstaltung. Erstens mal, weil alles reibungslos eigentlich so weit geklappt hat. Dass es begrenzt war, war natürlich nicht so toll. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel, dass noch mehr Leute Platz hättet. Also hinter, da ist noch abgespannt. Ich denke, dass einige zu kalt waren, die jetzt gegangen sind. Heute Mittag war es viel wärmer. Aber so, es kann stattfinden. Die Botschaften sind da und man kommt zusammen. Und das ist schon mal das Wichtige. Und vor allem die Reaktionen von den Leuten finde ich halt immer gut, die eben zufälligerweise vorbeikommen oder an denen wir vorbeiziehen. Die sind sowas von positiv. Es gibt eigentlich so gut wie keine negative Rückmeldungen mehr. Sowieso in letzter Zeit relativ wenig, vielleicht maximal 10%, die irgendwie komisch reagieren. Und jetzt hier war es, ich habe ehrlich gesagt niemanden gesehen, der irgendwie negativ reagiert hat. Kein einziger. Ja. Ich fand ja auch, dass insgesamt die Stimmung ganz gut war. Die Leute sind super gut gelaunt. Ich meine, es wird ja jetzt dann auch wärmer. Nimmst du da auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Herzlichkeit oder mehr Herzlichkeit bei den Menschen gerade wahr? Ja, also es ist so, dass die Leute gut drauf sind. Was mich aber irritiert ist, dass halt alle einen Lappen im Gesicht haben. Ich erkenne oft Leute gar nicht, die ich eigentlich gut kenne. Und dann rede ich mit mir und dann gucke ich immer, versuche ich hinter die Maske zu schauen. Also das finde ich wirklich blöd. Und dann appelliere ich auch dran, ey, lass diese Scheiße weg. Und lieber provozieren wir das und notfalls von mir aus eine Schlägerei mal mit irgendwas, das man wegtragen wird oder so. Aber also wie kann man noch Masken aufsetzen? Das ist für mich unerklärlich. Also von meiner Seite aus, alles was hilft, das wegzulassen, bitte macht es. Kein einziger sollte mehr eine Maske aufsetzen und das einfach weglassen. Also wir brauchen uns nicht mehr weiter verarschen lassen, weg mit dem Zeug. Ich bin da ganz deiner Meinung, danke dir dafür. Ich sehe es halt so, dass viele Leute gerade gezwungen werden noch von Unternehmen und so weiter und auch von der U-Bahn. Die haben immer noch Angst oder sind sich nicht ganz so selbstsicher, die Maske wegzulassen. Dann sollen sie sie wenigstens markieren. Ist auch mein Auftrag an euch, markiert eure Masken, wenn ihr gegen die Masken seid. Weil wir sind viel mehr, als die Leute immer denken. Auch heute war mein Eindruck ähnlich wie bei dir, Stefan. Die Leute geben uns ganz klares Signal, sie sind auf unserer Seite, die nehmen auch die Maske ab, die gucken dann ganz beschränkt und sagen, ey, super gut, dass ihr das macht, dürfen dann natürlich auch nur mit Maske mitlaufen und dann wurde ja auch heute abgeschnitten. Ich muss auch sagen, die Polizei war heute generell nochmal super freundlich, auch wenn sie jetzt hart in der Sache waren, aber super freundlich sind wir auch nicht immer gewöhnt. Ne? Ich fand es gar nicht so hart, weil das ist ja denn ihr Auftrag und jetzt kriegen die praktisch die Mitteilung, sie müssen das auf 150 begrenzen und dafür haben sie eigentlich eine super Sache gemacht, weil sie haben uns geteilt und der andere Zug durfte ja auch gehen. Also wir haben eigentlich den Aufmarsch gehabt. Also, ja, die Leute grüßen mich. Auf jeden Fall, also ich möchte dir noch mal bei einer Sache widersprechen. Bitte. Keine markierten Masken, gar keine Masken sind die besten Markierungen. Und wenn wir das wirklich wollen, wenn die Leute wirklich mal den Mut haben, auch einen Konflikt auszustehen, dann wäre das Ding durch, weil es ist nur diese Überzahl von Leuten, die im Moment mit Maske sitzen und die sich nicht trauen. Aber eigentlich hat doch keiner Bock darauf. Er zeigt mir einen, der Bock auf eine Maske hat. Das gibt's nicht, sowas. Da wäre mal ein spannender Moment, da suchen wir uns ein paar Maskenfreunde und fragen sie mal, ob sie das ganz gut finden. Also ich habe immer das Gefühl, dass sie das tun. Da widerspreche ich dir dann einfach mal ganz kurz. Nee, das ist maximal, wenn die Bock haben, andere Vorschriften zu machen. Das kann es ja geben. Aber ich zum Beispiel, ich habe noch nie weder ein Tuch noch eine Maske aufgehabt. Mhm. Noch nie. Und bist durchgekommen damit? Natürlich. Okay. Und ich kenne auch ein paar andere, die es auch so machen. Und warum sollte das nicht bei allen funktionieren? Ich habe halt ein bisschen weniger Angst vor Konfrontation. Klar. Aber egal, wenn wir alle das machen, an einem Tag das Zeug weg, dann gelingt es. Bin ich ganz deiner Meinung. Deswegen nehmt euch ein Beispiel auch daran. Ich werde es auch tun. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Stefan, danke dir für deine Unterstützung. Schön, dass du nach München gekommen bist. Ja, ich weiß, du tust überall dein Bestes. Ja. Und wir sind total angewiesen auf Menschen wie dich, die über die Spaltung berichten, auch die überwinden wollen, die dann auch einfach beide Seiten auflösen, auch den echten Dialog suchen. Und wie du schon mal gesagt hast, Dualität, Polarität, ganz wichtiger Punkt.
Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, Stefan Bergmann, der Mann mit dem roten Shirt. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Das ist ein gutes Thema. Ja, cool. Du hast schon mal ein Video gesehen von mir. Nicht nur eins, ehrlich gesagt. Ich habe dich ja auch live gesehen, auch mal in Stuttgart. Super, klasse. Und natürlich mein Lieblingsvideo immer noch mit unseren Freunden von vom TV, die du wirklich sehr freundlich, sehr deutlich erklärt hast, wo sie gerade stehen, wer was ist. Das ist wichtig. Ja, genau. Seht ihr? Die wollen alle, dass wir aufmachen. Ihr seid klasse. Deswegen, nehmt euch ein Beispiel dran, lasst uns alles aufmachen. Ja, alles auf. Alles auf. Ich habe das auch gehört, das zum Abschluss noch. In Berlin, in bestimmte Bezirke, da hat alles offen. Mhm. Ja, da traut sich die Polizei nicht rein. Die haben alle offen, das habe ich jetzt gehört. Die stehen halt zusammen. Überall, die ganze Nachbarstaaten, habe ich dir, glaube ich, heute auch schon mal gesagt, die haben, machen alle schon auf. Die sagen, leckt uns am Arsch. Wir machen das jetzt so, wie es richtig ist. Genau. Und dann passiert auch nichts. Es passiert eh nichts. Ich kenne keinen, der irgendwie eine Strafe bekommen hat. Und wenn da ein Brief kommt, dann schickt man es wieder zurück und fertig. Widerspruch und dann passiert eh nichts. Also weg mit der Scheiße und macht eure Läden auf und geht raus und umarmt euch und schlägt euch ab und so. Es gibt eh keine Krankheit. Kannst du vergessen. Genau, wir könnten an Einsamkeit sterben, aber bitte nicht an diesem Corona-Schmarrn und vor allem nicht an der Dummheit dazu. Da gehen wir alle noch drauf. Wir werden alle anderen Menschen aufwecken. Wir sind da einfach dabei. Bleibt uns treu, bleibt dabei. Hoffentlich kriegen wir noch den einen oder anderen dran, dass wir heute Abend nochmal hier eine Zusammenfassung kriegen. Aber Stefan, nochmal Dankeschön, dass du da warst. Immer großartig mit dir. Ich danke dir. Lange nicht mehr gesehen, aber die Freude umso größer. Also und Stefan zum Glück schon länger nicht mehr, vor 7 Minuten ungefähr. Aber ihr seht schon, heute ist richtig gut. Ihr müsst euch unbedingt angucken. Miriam Hope bei mir, kennt ihr ja noch die Berlin-Story. Da saßen wir dann mit den Herzensleuten da irgendwo umeinander und die Miriam hat keine einzige meiner Fragen irgendwie richtig beantwortet, nachdem wir richtig Spaß hatten. Seht ihr? Genau sowas muss man auch mal machen. Man darf das immer nicht so bierernst nehmen. Die haben mehr Spaß als ich. Miriam, du hast ja heute leider den lustigen Umzug versäumt. Also da warst du ja ein bisschen traurig vorher gerade eben. Jetzt hatte ich da Stefan mal in den Arm genommen, dann ging es wieder. Wie war das jetzt für dich, als du jetzt hier kurz angekommen bist? Da war ja schon fast alles vorbei. Bist du nächste Woche mit am Start? Öfters zu spät. Oh. Auf die wartet man auch gerne, ne? Also. Oh, um was geht's hier? Ich meine zu Demos. Was hast du gesagt? Also, ich beantworte auch diesmal die Frage natürlich nicht stimmig. Und zwar, es war super heute hier. Ich bin total begeistert, dass ich hatte jetzt 2 Monate so ein bisschen im Tief, weil ich so ein bisschen ausgepowert war von den ganzen Demos und Videos und so weiter. Ich kenne ganz viele Leute, die das auch hatten. Aber jetzt ist Södolfs Dark Winter vorbei. Jetzt müssen wir alle auf die Straße, ja, mit Mütze und im warmen Mantel raus auf die Straße. So wie hier, jeden Sonntag. Und ich finde das klasse. Letzten Sonntag war Samuel Eckert hier und Markus Heinz, Stefan Berg. Der Mann im roten Shirt ist da. Der Mick ist ein super nette, coole Leute hier. Hier ist jede Menge gute Stimmung und ich bin begeistert. Ich ärgere mich total, dass ich so spät kam, aber das liegt daran, weil ich ein kleines Hundebaby geholt habe und ich war so lange mit dem Hundebaby heute spazieren. Deswegen kam ich zu spät. Das nächste Mal nehme ich es einfach mit auf die Demo, gell? Und ihr helft mir dann alle. Auf jeden Fall. Raus auf die Straße. Es liegt an uns, wann diese Pandemie beendet ist. Die Suizidzahlen gehen in die Höhe. Es liegt an uns. Die alten Menschen sterben in den Altersheimen, weil sie zwangsmäßig weggeimpft werden oder sie werden isoliert. Was ich damit sagen will, die Sache ist verdammt nochmal sehr ernst. Und es geht auch nicht, dass die Gastronomen und die Hoteliers, die übrigens die November-Dezember-Hilfen gar nicht bekommen werden, sondern ganz im Gegenteil. Die müssen jede Menge nachbezahlen jetzt. Es wird wohl immer deutlicher langsam. Und es wird auch deutlicher, dass das hier, was jetzt hier stattfindet, noch gar nicht am Ende angelangt sind, was das ganze Hygiene-Diktatur-Regime mit uns machen will. Die wollen nämlich leere Städte, CO2-freundlich. Ja? Die Grünen, die Mogelpackung, die wollen, dass wir hier komplett vom Bild verschwinden. Das Gleiche hat sie bei mir im Interview auch gerade gesagt. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht so ganz. Da habe ich gesagt, dass du grün willst. Ja, das ist total gemein von dir. Also das heißt, bei mir haust du noch mehr drauf auf den Putz. Finde ich auch ganz okay. Aber ich habe jetzt rausgefunden, warum sie einen Hund hat, damit sie sich auch auf die Straße begeben muss. Der ist so klein. Die hat auf der Couch festgeklebt und dann hat sie sich ein Hundebaby zugelegt, damit sie Gassi gehen kann. Das stimmt. Und das ist das Konzept überhaupt. Wir müssen mehr Hunde zu den Leuten bringen, dass sie rauskommen. Deswegen stelle ich euch die entscheidende Frage, in welcher Gruppe wollt ihr sein? Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr bei den Spritzenleuten dabei seid oder hier bei den ganz coolen Leuten, die richtig Spaß haben. Und hier stellt sich überhaupt nicht die Frage, hallo, grüße euch.
Ja, musst du winken, kommst du ins Fernsehen. Komm her, wink mal ganz kurz. Mit Maske abnehmen. Ja, mit Maske kommst du nicht ins Fernsehen. Mit Maske abnehmen. Ohne Maske. Ja, klar. So funktioniert das. Schönes Gesicht. Also du bist auch dafür, dass wir alles wieder aufmachen. Das muss aufhören, oder? Safe, ich muss wieder shoppen gehen. Ich brauche wieder Schuhe, ich brauche Kleidung, ich brauche alles. Seht ihr? Das stimmt. So, da sind wir uns alle einig, da sind wir so beieinander. Schon haben wir einen überzeugt. So schnell eingewonnen. Geht es. Eingewonnen. Ja, also. Und der Stefan verjagt sogar die Polizei, die ist jetzt gerade weggefahren. Hey, aber deine Mutter hast du gar nicht grüßt. Meine Mutter, hallo Mama. Wir sehen uns zu Hause, bis später. Immer lieb zum Eltern sein. Immer. Schönen Abend euch. Ja, ciao. Schönen Abend. Ihr seht, wir sind hier gut bester Laune und wir werden uns alle hier wiedersehen. Ja. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt, wenn wir uns wiedersehen und wenn ihr den Stefan neben mir seht, dann hat die Miriam was falsch gemacht. Deswegen bleibt dran, es muss nicht immer ganz ernst sein und wir sind völlig nüchtern, versprochen. Das Stefan stimmt. Reicht völlig, dass das wir hier alle am Rad drehen. Beim nächsten Mal sind wir wieder ernster, bleibt uns gewogen, bleibt dran. 13.3. alle auf die Straßen raus. 13.3., wie Markus Heinz gesagt hat, es fing da an und da müssen wir alle raus. Geht runter vom Sofa. Netflix gehört übrigens auch zum Great Reset System von Klaus Schwab. Netflix gehört dazu, also hört auf mit dem Mist, geht auf die Straße. Es liegt an uns, wann es beendet wird, kann ich nur immer wieder sagen. An jedem von uns. Stefan sagte heute, we have the greater reset. Bis dann. We are the greater reset, habe ich gesagt. Du hast mich falsch zitiert. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Der Stefan hat was anderes gesagt. Wir sind the greater reset. Sind wir noch live? Wir waren nie live. Ich gebe jetzt auf. Gebt nicht ins Sendestudio zurück, sondern wünsche euch einen schönen Abend. Beste Grüße aus München. Lasst uns diesen Lockdown beenden. Seid der Change. Bis dann. Wir machen die beste Witze. Final immer der letzte kurze Beitrag von Markus. Wie ist gelaufen heute? Was ist passiert? Markus, aufregender Tag heute. Heute ja wieder mit Umzug. Ist richtig gut gelaufen aus meiner Sicht. Tolles Wetter. Viele Leute erreicht. Super Feedback von den Passanten drumherum. Einige haben sich angeschlossen. Zug dann unterbrochen. Aber war für dich bestimmt auch vom LKW runter ein super gutes Gefühl heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich wurde der Zug dann irgendwann abgesperrt. Ja, und der zweite Zug. Stefan ist hier gerade, um mich zu stören. Das machen wir später noch. Der zweite Zug wurde dann aufgehalten, aber es war echt auffällig, dass viele Leute sich angeschlossen haben. Unbedingt mal vom Stefan durcheinander bringen lassen. Wollen wir echt mal sehen? Vielleicht an das Publikum, der Stefan, den nehme ich manchmal das Mikrofon weg. Und das nimmt er mir zu Recht immer übel und deswegen steht er jetzt neben mich, um mich ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und das muss manchmal auch sein, ja. Absolut meiner Meinung. Ich meine, Stefan macht ja immer richtig gute Laune. Und wenn du jetzt die Truppe hier drüben sehen würdest, die lachen sich hier schon tot über uns beiden Spaßvögel hier. Man muss ja nicht immer alles ganz ernst nehmen. Auch die Polizei ja heute super entspannt bis zum Umzug. Die waren auch super freundlich, als sie den Zug dann getrennt haben. Gab es da bei dir nochmal irgendein Gespräch mit denen? Also ich weiß jetzt nicht, ob wir mit dem Einsatzleiter jetzt noch eine Nachbesprechung machen, aber wir machen noch eine, sehr gut. Er kommt nochmal, es war weitestgehend sehr gut. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben natürlich den Demozug dann irgendwann unterbrochen gehabt. Ein paar haben dann halt auch mal die Leute abgehalten, jetzt auf der Straße zu laufen. Das fand ich jetzt nicht so gut, das haben wir dann auch abgesprochen. Aber wir hatten auch die Situation, wo dann ein guter Freund von mir, der immer so ein bisschen auf mich aufpasst, hier kurz vom USK mitgenommen wurde, weil er angeblich passiv bewaffnet war. Der hat aber nur Motorradausrüstung dabei gehabt, also Motorradjacke und so weiter. Und ja, vor allem ohne Helm. Genau, das konnten wir dann auch in der Diskussion dann klären, dass das jetzt eben kein Verdacht für eine Straftat ist. Und dann haben sie ihn auch wieder rausgelassen. Also man kann durchaus diskutieren, hatten wir jetzt hier am Ende auch nochmal. Das funktioniert soweit. Und klar, was ich mir natürlich wünsche, ist, dass mehr Leute durch München laufen dürfen oder auch vor allem, dass mehr Leute durch München laufen. Also die Trommler haben ja dann auch nochmal richtig Gas gegeben. Da wurde die Sache ja nochmal ein bisschen intensiver. Die Wahrnehmung war besser. Das ist also nicht so trocken, als wenn man nur ins Megafon schreit. Ist dir dann irgendwas speziell aufgefallen, dass die Leute da nochmal einen Change hatten im Vergleich zur letzten Woche? Einfach bessere Stimmung, bessere Wahrnehmung von uns. Wie war das für dich dann? Naja gut, die Trommler sind natürlich immer super, um einfach Stimmung zu machen. Und das hat heute gut funktioniert. Fand ich richtig gut. Und die Stimmung war, glaube ich, noch lockerer als das letzte Mal, was auch wieder zu beobachten war. Die Leute, die an der Straße standen, sind wirklich sehr interessiert, sehr viel Interaktion und darum geht es ja. Und letztlich die Kundgebung am Schluss, die man hier hat, das ist so ein nettes Beiwerk, wo man dann noch ein bisschen reden hält, aber das Wichtige ist wirklich durch die Straßen zu ziehen.
Ich habe total gutes Feedback gehabt von ganz jungen Leuten bis ganz alten Leuten. Die haben gesagt, die Lockdown-Maßnahmen müssen endlich aufhören. Das ist komplett daneben, da braucht man auch nicht mehr drüber diskutieren. Sie gehen auch nicht mit, weil die einfach von den, aus meiner Sicht von den Medien total geframed sind, dass wir die total Rechten sind. Aber ich habe wirklich im Hintergrund gehört, ich habe gar nicht mit denen gesprochen, hey, das sind ja voll normale Leute. Fällt dir das auch auf, dass das die Wahrnehmung gerade ändert beim Umzug? Ja, die Wahrnehmung, und dafür hat man ja Umzüge, ändert sich dramatisch zum Positiven. Also die Leute passen auf, die gucken zu, okay, was wollen die jetzt, was erzählen sie so, und da ist wirklich eine positive Interaktion. Man hat jetzt zwar noch zwei, drei gehabt, die wollten jetzt gerade unbedingt diskutieren, was ich auch gemacht habe, und die dann halt so diese üblichen Floskeln gebracht haben, haben aber auch gemacht, ich habe sie ja eingeladen, also von mir aus soll ja jeder sich hier auf diese Bühne stellen und mal diskutieren. Ja, ich habe extra dazu eingeladen, ist nicht passiert dieses Mal, aber die Leute, die auf der Straße sind, an den Straßenrändern, die kriegen schon mit, dass hier irgendwas falsch läuft, und deswegen ist es wirklich so wichtig, da zu sein, wo es auffällt und nicht auf der Theresienwiese, wo wir uns selber bespaßen können. Ich finde vor allem wichtig, dass wir wieder in die Kommunikation gehen, gute Laune, gut, also Mut machen, weil es wirkt ja alles gerade so ganz schwierig. Da hinten wird weiter gekichert, finde ich total gut. Die Stimmung war noch nie so gut wie heute Abend, auch wenn es jetzt wieder zapfig wird. Die nächste Demo ist für nächste Woche geplant? Ich denke, ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir genau machen. Also ich werde mich mit dem Ralf nochmal besprechen, weil an sich hat der VGH ja jetzt klar gesagt, es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn nicht, ob hier Übersterblichkeit herrscht, ob SARS-CoV-2 irgendwie besonders gefährlich ist, ob Krankenhausbelegung irgendwie ein Risiko ist, also Überbelegung. Es interessiert nicht. Es reicht einfach, wenn in der Verordnung steht, mehr Leute wollen wir nicht und das KVA macht es. Deswegen, ob es jetzt hier noch Sinn macht, juristisch das weiter zu diskutieren, das werde ich mit dem Ralf besprechen. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen natürlich geplant. Und ich entscheide es dann meistens am Montag, wie wir es machen, was wir anzeigen. Und vielleicht machen wir dann auch wirklich nur einen Demozug und dann gucken wir halt mal, was dabei rauskommt. Also um diese Argumentation immer wieder weiter zu spinnen, dass wir den Gerichten einfach zeigen können, das, was ihr hier macht, ist grob rechtswidrig. Einmal Verfassungsgericht noch? Kann schon sein, dass wir das irgendwann mal auch machen. Das Verfassungsgericht hat es natürlich einfacher, so einen Beschluss niederzubügeln. Die können einfach schreiben, die Voraussetzungen für den Eilantrag nach 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz liegen nicht vor. Das heißt, die werden sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Das werden wir natürlich auch noch machen. Aber unsere Zielsetzung ist jetzt ganz klar, wirklich den bayerischen VGH zu zeigen, das, was ihr da macht. Das ist so eklatante Missachtung von Recht. Damit lassen wir euch juristisch nicht durchkommen. Markus, danke dir und Team. Ich muss es immer wieder sagen, ich werde von dir immer wieder zusammengepfiffen im positiven Sinne. Das Team hat heute großartigen Job gemacht. Die Wahrnehmung war tipptopp, das Wetter war tipptopp, also spielt alles mit, Petrus, die Bevölkerung. Jetzt hoffen wir mal, dass es gut ausgeht. Das Team ist auch schon ganz gespannt, jetzt ist da ganz große Ruhe an der Stelle. Das heißt, jetzt kriegen wir nochmal... Das war so langweilig, dass wir was anderes gesprochen haben. Danke dir, Stefan. Stefan Bergmann. wir lallt und lebert. Nein, deswegen... Bleibt uns gewogen, bleibt dran, bleibt dabei, schaut euch das alles ganz genau nochmal an. Könnt ihr immer auf dem Telegram-Kanal Markus Heinz, bei uns Media Information Center, wir verweisen auch darauf, bleibt dran. Stefan ist auch ganz klar zu abonnieren. Peace Crowd, ja. Peace Crowd, der Mann im roten Shirt, kennt das noch von letzten Sommer, die Spiegeljungs mal richtig poliert, so wie sich das gehört. Deswegen keine Spaltung, bleibt im Dialog, kommt ins Gefühl, bleibt in der Liebe. Von mir erstmal schönen guten Abend euch. Danke. Danke. Sehr witzig. Das ist eine coole Truppe, das schiebt an.